Hallo, in diesem Video sehen wir uns die Verben denken und nachdenken an. Im Deutschen können wir die Verben denken und nachdenken auf eine verschiedene Art verwenden. Wir können sie zum Beispiel mit Präpositionen, aber auch mit Konjunktionen verwenden. Wir sagen zum Beispiel, ich denke an dich, ich denke etwas über dich, ich denke das und ich denke über dich nach. Jetzt sehen wir uns die Verben im Einzelnen genauer an. Fangen wir also an mit dem Verb denken an. Denken an ist ein Verb mit Präposition. Wir sagen also, ich denke an plus Akkusativ. Wir sagen zum Beispiel, ich denke an dich oder ich denke an den Termin. Wenn wir eine Frage bilden und eine Person haben, sagen wir, an wen denkst du? Ich denke an den Freund, an den Lehrer, an die Freundin, an die Lehrerin. Ich denke an sie. Wenn es um eine Sache geht, sagen wir nicht mehr, ich denke an. Ich kann das natürlich sagen, aber meistens sagen wir dann, ich denke daran. Aber warum? Weil wir im Deutschen unterscheiden zwischen Personen und Nichtpersonen. Wir sagen, woran denkst du? Dann geht es um eine Sache, um ein Ding. Oder an wen denkst du? Dann geht es um eine Person. Wir merken uns also, an wen denkst du? Ich denke an ihn oder sie. Woran denkst du? Ich denke daran. Jetzt zum zweiten Verb. Wir nehmen uns das Verb denken das vor. Denken das. Ich denke, dass du zu spät kommst. Ich denke, dass es wichtig ist. Ich denke, dass man es so machen sollte. Denken plus Konjunktion das. Denken über. Was denkst du über das? Das ist eine ganz normale Frage. Was denkst du darüber? Wir sagen hier also denken über und dann kommt ein Objekt, egal ob das eine Person oder eine Sache ist. Wir können sagen, ich denke etwas über ihn oder ich denke etwas über diese Sache, über diesen Zustand, über dieses Ding. Und zum Schluss das Verb nachdenken über. Wir beginnen wieder mit einer Person. Über wen denkst du nach? Als Frage. Ich denke über den Freund nach. Ich denke über die Freundin nach. Ich denke über ihn nach. Ich denke über sie nach. Wenn es jetzt nicht um eine Person geht, sondern um eine Sache, dann sagen wir, worüber denkst du nach? Ich denke darüber nach. Und dieses worüber und darüber ersetzt wieder eine Sache. Worüber denkst du nach? Über den Termin. Worüber denkst du nach? Über ihn. Worüber denkst du nach? Darüber. Wir können also wieder sagen, wenn wir eine Person haben, können wir nicht worüber und darüber benutzen. Wenn wir aber ein Objekt haben, verwenden wir worüber und darüber. Also die Kombination aus wo plus Präposition oder da plus Präposition als Antwort. Ich hoffe, dass das Video jetzt euch alles gut erklärt hat, dass ihr jetzt verstanden habt, wann man worüber und darüber benutzt, wie man denken, nachdenken, denken an, denken über, denken das und so weiter verwendet. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt das Video. Bis bald. Ciao.